Für die nächste Nachfrage hat jetzt der Kollege Lauer das Wort. Bitte schön. Ja, Herr Henkel, weil es Ihnen ja so besonders wichtig ist, auch ich verurteile diese Angriffe natürlich auf das Schärfste. Es ist natürlich bedauerlich, dass ein einzelner Polizist an einem mutmaßlichen Gefahrengebiet alleine auf Streife gehen muss. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Das ist aber auch gar nicht meine Frage, sondern diese, nämlich vor dem Hintergrund, dass die Polizei meines Wissens der Täterinnen und Täter der Mutmaßlichen nicht habhaft ist. Was verleitet Sie denn zu der Aussage, welche konkreten Tatsachen und Hinweise verleiten Sie denn zu der Aussage, dass die Tat von Linksextremisten verübt worden ist? Bitte schön, Herr Senator. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kollege Lauer, es gab ja einen klaren Bezugspunkt, nämlich die Flucht, so beschreibe ich erstmal, der Personen in ein szenebekanntes Objekt. Und insofern bleibe ich bei meiner Aussage. Und Sie können sich in der Tat gerne an mir austoben. Der Zynismus Ihrer Frage und all das, was Sie dazwischen gerufen haben, bleibt Ihnen unbenommen. Ich bleibe dabei, ein richtiger, ein folgerichtiger Einsatz, der meine hundertprozentige Unterstützung findet. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich frage den Senat. Kann der Senat mir erklären, auf welcher konkreten Rechtsgrundlage der Einsatz gestern Abend in der Rigaer Straße 94 stattgefunden hat? Herr Senator Henkel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Lauer, die Rechtsgrundlage, die Sie nachfragen, bezieht sich aufs ASOG, der Zwischenruf des Kollegen Rissmann, der auch rechtspolitischer Sprecher meiner Fraktion ist, hat sogar den Paragraphen genannt, zwar der Paragraph 17 ASOG. Also, auf der Grundlage des ASOG ist dieser Einsatz erfolgt. Wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Bitte schön, Herr Kollege Lauer. Ja, also das ist vielleicht aufgrund der Distanz verloren gegangen, Herr Henkel. Es ist der Paragraph 18, aber als Innensenator haben Sie das bestimmt gewusst und wollten Ihren rechtspolitischen Sprecher nur testen oder so. Ich wollte mal fragen, können die Berlinerinnen und Berliner jetzt mit Hinblick auf den Wahlkampf noch mehr politisch motivierte Einsätze der Berliner Polizei erwarten oder wie sieht das aus? Was haben Sie denn noch vor, Herr Henkel? Bitte schön, Herr Henkel. Und Herr Kollege Lauer, Ihren Zynismus hatte ich vorhin in der Frage schon beschrieben. Das, was mir sonst einfallen würde als Beantwortung, wäre sicherlich nicht parlamentarisch. Allerdings noch einmal, Sie dürfen bei der Betrachtung dessen, was vielleicht nicht in Ihr Weltbild passt, aber Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Es gab einen Angriff auf einen Polizeibeamten und dieser Angriff hat zu polizeilichen Maßnahmen geführt. Und ich sage auch hier, ein Rechtsstaat, ein funktionierender Rechtsstaat darf solche notwendigen Maßnahmen nicht unterlassen, weil er ausschließlich Angst hat vor Extremisten. Und insofern war dieser Einsatz gestern, ich kann das gerne noch 100-mal wiederholen, er war folgerichtig, er war notwendig und ich bleibe dabei. Er hat meine hundertprozentige Unterstützung. Wie Sie das ansonsten einordnen, Herr Kollege, bleibt Ihnen überlassen. Aber ich werde sehr gerne den Polizeibeamten in Berlin darüber Bericht erstatten, wie hier im Plenum, wie hier von der Piratenfraktion dieser Einsatz bewertet wird. Das kann doch auch ganz interessant sein. Außerdem habe ich gelesen, dass es jetzt schon eine Anmeldung gibt für den Innenausschuss. Und insofern freue ich mich auf eine interessante Debatte, die mit Sicherheit über das Maß der Beantwortung in einer Fragestunde hinausgeht.